Willkommen beim Österreich-Blick, heute mit mir, Mona Müller. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben nämlich diese Woche wieder viele interessante Geschichten aus den Bundesländern für Sie. Unter anderem werfen wir einen Blick nach Oberösterreich, wo die letzten von Hand gemachten Zinnknöpfe entstehen. Außerdem im Programm das Schloss Rotenturm, das bis vor kurzem noch dem Untergang geweiht war, bis sich ein Wiener Unternehmer diesem historischen Gebäude angenommen hat. Und wir lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn uns Osttirols bester Haubenkoch seine Künste zeigt. Das und vieles mehr jetzt im Österreich-Blick. Das Universitätssportinstitut der Universität Salzburg, kurz USI genannt, bietet Wettbewerbe in allen möglichen Sportarten an. Im Ausdauerbereich gibt es seit 2016 einen Bewerb, der gleich voll eingeschlagen hat. Der USI Zinken Run. Sehen Sie selbst. Herzlich willkommen bei der dritten Austragung des USI Zinken Runs. An den letzten Tagen vor dem USI Zinken Run 2018 sorgte Frau Holle noch einmal für kräftig Neuschneenachschub, was die erste Startreihe auch gleich zu spüren bekam. Das Rennen hinauf zum Zinkenstüberl konnte also um 18 Uhr bei besten Bedingungen gestartet werden. Und von da an gab es kein Halten mehr. An der Spitze des Feldes drückten die Top-Favoriten rund um die beiden Titelverteidiger Alexander Brandner und Maximilian Kurz mächtig aufs Gaspedal. Und so zog sich die Lichterkette rasch in die Länge. Nach etwa zwei Drittel der Strecke trennten sich schließlich die Wege der Vertical- und der Individuellstarter. Für letztere hieß es nämlich abfällen und hinein ging es in eine kurze, aber rasante Abfahrt. In Führung war zu diesem Zeitpunkt Alexander Brandner, der sich schon einen guten Vorsprung auf seine ersten Verfolger herausgearbeitet hatte. Diese waren Thomas Waldner auf Platz 2 und nur wenige Sekunden dahinter Josef Huber auf Platz 3. Der Rest des Feldes erreichte die Wechselzone schon mit deutlichem Respektabstand. Während es in der Wechselzone des Individuellbewerbs richtig zur Sache ging, tauchte der erste Vertical-Starter bereits im Zielbereich auf. Es war dies Maximilian Kurz, der mit einer Zeit von 20 Minuten und knapp 22 Sekunden seinen Vorjahressieg wiederholte. Es ist sehr gut gegangen. Verhältnisse waren gut, Gott sei Dank wieder der Wind ein bisschen zurück. Ich habe super Fälle gehabt, super Material, sehr schnell gegangen, gerade das Flachstück hier unten. Und nein, sehr zufrieden. Der Sieg von Maximilian Kurz war diesmal eine eindeutige Sache. Davon konnte bei den Frauen keine Rede sein, wurde das Rennen doch im Zielsprint entschieden. Das bessere Ende für sich hatte dabei Marita Krön, die sich knapp gegen Theresa Kober behaupten konnte. Ja, es war halt ein sehr spannendes Rennen. Gott sei Dank habe ich dann die Füße nur schnell ins Ziel gebracht. Aber es war halt mein vierter Start und mein vierter Sieg, also von dem her bin ich sehr zufrieden. Der USI Zinken Run 2018 hat wieder viele spannende Geschichten geschrieben. Und dementsprechend zufrieden war auch das Organisationsteam. Absolut zufrieden natürlich. Die dritte Auflage, wir waren vor einer Woche vor dem Rennen ausgebucht. Ja, heute waren auch wieder gut. An dieser Stelle mal danke an alle Helfer, an alle, die das Ganze möglich machen. Wir haben auch wieder sehr, sehr viele Tombola-Preise. Das ist ja auch eines der Highlights, dass wir wirklich schauen, dass fast jeder, heuer bekommt sogar jeder Starter, jede Starterin einen Preis. Und danke an die, die das Ganze möglich machen. Zu jedem Dirndl gehört der passende Schmuck, zu jedem Schamper die richtigen Knöpfe. Wer es handgemacht haben will, der wird in Oberösterreich fündig. Vom Zinnblock zum fertigen Knopf oder Schmuckstück. So wird das gemacht. Gottfried Schrabacher ist gelernter Goldschmied. Nach seinen Wanderjahren hat er sich selbstständig gemacht, mit handgemachten Knöpfen aus Zinn. Mutig, denn damals war gerade Massenware aus Fernost im Kommen. Schrabacher und seine Frau Karin haben an das traditionelle Handwerk geglaubt. Immer von Handarbeit, wenn ich da den Knopf anschaue, er ist nicht hundertprozentig gestanzt, er ist nicht genauestens rund, sondern er ist einfach, man merkt, da ist Handarbeit dabei. Und wenn ich die Ösen hinten anschaue, dann ist das auch, man sieht da die Handarbeit, weil die Löcher auch von Hand gestanzt werden. Produziert wird in einer aufgelassenen Schuhfabrik in Gmunden. Hier entsteht auch Trachtenschmuck, von der Zeichnung bis zum fertigen Teil. Jedes Stück ein Ergebnis genauester Handarbeit. Knöpfe und Schmuckstücke werden bei 300 Grad Celsius gegossen. Das ist unser Rohmaterial.
das wir auf der Börse in London eigentlich einkaufen. Das ist ein Tafelzinn, also 99% ist Zinn, dann ist noch Antimon und Wismut drinnen, damit es eine gute Fließfähigkeit hat. Und das schmelzen wir ein und aus dem geschmolzenen Zinn wird dann der Schmuck oder die Knöpfe oder die verschiedensten Pins und Anstecker produziert. Zum Schluss kommen die Steine in die Fassungen. Auch hier sind Adleraugen gefragt. Wenn man so Modeschmuckteile anschaut, da bicken die Steine drauf, sitzen nicht in der Fassung drinnen, weil sie fast ein bisschen zu groß sind. Und das ist halt auch, das genauere Arbeiten ist halt auch sehr wichtig. Erste Gürtelschnallen lieferte die Gmundner Metallwerkstatt damals nach Saudi-Arabien. Gottfried Schrabacher hat sie heute noch im Archiv, so wie alle anderen Teile, die er jemals gemacht hat. Sich gegen die großen Massenproduzenten zu behaupten, war nicht immer einfach, vor allem in Jahren, in denen Tracht nicht im Trend war. Es waren Zeiten, da war eine Trachtenbewegung, die ist so hoch hinaufgegangen und dann ist wie durch eine Guillotine direkt abgeschnitten und hat dann wieder ganz feines Pflänzchen angefangen. Und jetzt sind wir, wie soll ich sagen, auf einem Niveau, wo ich froh bin, dass die Trittbrettfahrer, die sehr viel Ware aus Fernost in den Handel gebracht haben, eigentlich nicht mehr da sind, weil sie sagen, es zahlt sich nicht aus. Heute sind die Unikate aus Gmunden gefragter denn je. Sogar in Amerika, Japan und Argentinien. Jahrzehntelang war Schloss Rotenturm im südlichen Burgenland unbewohnt und vom Verfall bedroht. Dann wollte es ein dubioser Scheich kaufen, doch erst mit dem Wiener Unternehmer Heinz Schinner wurde dem historischen Juwel neues Leben eingehaucht. Und zwar in einer Rekordzeit von 7 Jahren. Obwohl, fertig ist man mit so einem Schloss eigentlich nie. Es lag Jahrzehnte im Dornröschenschlaf und wurde endlich wieder wach geküsst. Schloss Rotenturm im gleichnamigen Ort im südlichen Burgenland. Der einstige Herrschaftssitz der Grafen Erdödy drohte völlig zu verfallen. Doch dann kam ein Wiener Unternehmer und hauchte den maurischen Mauern neues Leben ein. Mit einem selbst auferlegten Masterplan und mit einem Renovierungsbudget von 150.000 Euro pro Jahr. Macht hochgerechnet 1,5 Millionen auf 10 Jahre. Doch am Ende war man 3 Jahre früher fertig als mit dem Land vereinbart. Extras inklusive. Meine Frau hat also, als ich es erworben habe, wörtlich gesagt, du wirst ja nicht glauben, dass ich je in die Ruine komme. Und das hat auch anfangs kaum jemand für möglich gehalten, dass das schneller als in 10 Jahren restauriert ist. Zuerst wurde das Schloss wohnbar und für Veranstaltungen nutzbar gemacht. Erst dann wurde mit der Renovierung der Fassaden, mit der Inneneinrichtung und mit der Revitalisierung des Schlossparks begonnen. Jeder Lösungsansatz war eine ganz persönliche Idee des Schlossherrn, aber immer in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt und immer darauf bedacht, dem Original gerecht zu werden. Der Stil hat mir so persönlich schon immer gefallen. Meine Kinder neigen heute eher schon zu Jugendstil. Und wie ich das sah, noch etwas orientalisch verbrämt, der hat mich irgendwie fasziniert. Und ich habe in so vielen Details allen Handwerkern immer wieder bewusst gemacht, worauf sie achten sollten. Nächster geplanter Schritt, eine Open-Air-Arena im Schlosspark. Für einen Museumspark bedarf es zusätzlicher Förderungen. Dafür will man das Schloss auch in Zukunft für Brautpaare öffnen und junge Musiker auf die Konzertbühne bitten. Wir haben mit der Zentralmusikschule laufend Konzerte, jeden zweiten Monat, jeden geraden Monat, 2., 4., 6., 8., 10., 12., am zweiten Freitag um 18 Uhr. Bodenständig und regional und ohne sich vom neuen Glanz auch nur irgendwie blenden zu lassen. Werner Wiebmer aus Matrei in Osttirol ist mit seinen 26 Jahren einer der jüngsten Haubenköche des Landes. Kürzlich wurde seine Arbeit vom Restaurantführer Gourmillon mit 2 Hauben ausgezeichnet. Und in seiner Küche wird Kreativität großgeschrieben. Frauen an den Herd. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Kochen ist zwar nicht jedermanns Sache, aber es gibt auch Ausnahmen.
Einer davon ist Werner Wiebmer aus Matra in Osttirol. Er hat nicht nur das Talent, sondern auch die nötige Disziplin. Mit seinen 26 Jahren ist er nämlich Küchenchef im Hotel Outside und damit einer der jüngsten Haubenköche überhaupt. Also unsere Familie hat, da haben wir eine Außenstation und bin ich allweil in der Küche drin gewesen und die haben schon ganz früher, ganz in jungen Jahren schon Kaiserschmarrn gemacht und auch mitgeholfen in der Küche. Und war es eigentlich noch nicht so ausgeprägt, aber hat es eigentlich nie nichts anderes gegeben, wie das, dass ich Koch wäre. Und seitdem ist es eigentlich auch so. Früh übt sich also, wer ein guter Koch werden will. Deshalb landet er nach seiner Lehre im Hotel Outside auch in Ischgl. Dort kann er vom Dreihaubenkoch Martin Sieberer lernen. Doch 2015 zieht es ihn wieder zurück in die Heimat. Mich fasziniert einfach, es hört nie auf. Also es ist eine unendliche Geschichte, was einfach allweil ewig weitergeht. Und es gibt immer was Neues, immer neue Produkte, immer neue Sachen, neue Garmachungsarten, neue Methoden, irgendwas zu machen. Und es ist einfach so unendlich kreativ und das ist brutal interessant. Und für diese Kreativität ist er nun ausgezeichnet worden. Vom Restaurantführer Gourmillon erhält er 2 Hauben und steht mit 15 Punkten an der Spitze der Osttiroler Haubenköche. Die Ideen für seine Kreationen kommen dabei in verschiedensten Situationen. Wenn man wandern geht in der Freizeit, sprießen oft ein paar Ideen. Oft ist in der Küche selber drin, wenn man ein Produkt in der Hand hat, denkt man, was kann man machen und probiert ein bisschen. Manchmal ist es in der Zimmerstunde, wenn man schläft, auf den Kindern irgendeine Idee, es ist komplett verschieden, kann man nicht so genau sagen. Eine steht aber immer im Vordergrund, gemeinsam mit seinem Team mit regionalen Produkten kreativ zu kochen. Eben in meinem Team sind auch Leute, wo wir im Trofano Royal draußen waren, in Nordtirol, in Ischgl. Und natürlich, jetzt haben wir das Projekt da gestartet, im vorletzten Sommer. Und ich bin mir natürlich stolz drauf, auf jeden Fall. Ja. Und das kann er auch zu Recht sein. Schließlich kann nicht jeder solche Köstlichkeiten unter eine Haube zaubern. 144 ist die Nummer, die Leben rettet. Am anderen Ende der Leitung die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landesleitstellen der österreichischen Rettung. Die Landesleitstelle der Steiermark gibt uns jetzt einen Einblick, welche Vorgänge sich in Bewegung setzen, wenn dort ein Notfall gemeldet wird. Es ist da, um zu helfen und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das Rote Kreuz Steiermark. Knapp 13.000 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in unserem Bundesland für Hilfe im Notfall. Wir haben 34 Leitstellenarbeitsplätze bei uns in der Räumlichkeiten der Straßganger Straße, sind eben für die ganze Steiermark zuständig, also für etwas mehr als 1,2 Millionen Steirerinnen und Steirer, plus die Pendler, die einpendeln bei uns. Und wir sind so aufgebaut, dass es gibt Mitarbeiter, das sind Calltaker, die nehmen den Anruf entgegen, und Mitarbeiter, die Disponenten sind und die disponieren ihre entsprechenden Bezirk zugeteilten Einsätze, den entsprechenden Einsatzmitteln, die wir von den Bezirksstellen bekommen. Das heißt, die Ortsstellen sind ganz normal besetzt, wie wir das auch im Vorfeld schon gehabt haben. Und eben die Einsätze werden zentral von der Rettungsleitstelle Steiermark in Straßgang disponiert. Passiert ein Unfall und man ruft als Ersthelfer das Rote Kreuz, zeigt sich das auf den Bildschirmen der Zentrale sofort als Notruf und wird umgehend beantwortet. Das Telefonat und die darin enthaltenen Informationen sind für die Retter enorm wichtig. Grundsätzlich beendet das Gespräch immer der Leitstellenmitarbeiter, beziehungsweise die Leitstelle sagt Danke für die Aufnahme. Wir schicken einen Rettungswagen, der Rettungswagen ist unterwegs. Wir haben vorher schon gehört, nach ca. 30 Sekunden ist der Notruf bei uns im Einsatzleitsystem gespeichert. Wenn wir genaue Ortsangaben natürlich haben, das kann jetzt eine Skipiste mit einem speziellen Lift oder einer Liftstütze sein, gerade aktuell jetzt in der Wintersaison. Es kann aber auch ein Autobahnabschnitt sein, das heißt A2, Liebbruch, Fahrtrichtung Klagenfurt. Es kann natürlich, und das ist das bestmögliche, Straße, Hausnummer, Postleitzahl sein, ja. Der Leitstellenmitarbeiter fragt eben diese Gesichtspunkte ab und während dieser Zeit wird schon ein Rettungsmittel, ein nächstliegendes Rettungsmittel alarmiert. Auf schnellstem Wege machen sich dann die angeforderten Einsatzmittel auf den Weg zum Unfallort. Das Rote Kreuz Steiermark, 365 Tage im Jahr im Einsatz für die Menschen.
An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, bevor es gleich weitergeht mit glückbringenden Scherben. Diesmal ist das nicht nur ein Sprichwort, sondern Realität. Zumindest, wenn man den eigenen Ärger und Frust loswerden will. Es liegt in Ihren Händen. Machen Sie mit nur 30 Euro blinde Menschen wieder sehend. Jetzt online spenden. Licht für die Welt.at. Wer traurig, verärgert oder so wütend ist, dass er am liebsten Geschirr auf die Wände knallen würde, für denjenigen geht jetzt ein Wunsch in Erfüllung. Bei der eigenen mitgebrachten Musik kann man so richtig Lärm machen und der Verschwendung und den Emotionen freien Lauf lassen. Zwischen 9 und 49 Euro. So viel zahlt man für einen Haufen Scherben. Dafür darf man seine Aggressionen abbauen oder seine Wünsche wahr werden lassen. In einem Kellerlokal gleich neben der Meidlinger Hauptstraße. Happy Shards, so heißt dieses Geschäft, wo man angeblich sein Glück finden kann. Schauen wir, ob das stimmt. Eingefallen ist die schmissige Geschäftsidee Raphael Tannheimer und seiner Partnerin Kerstin Ehrengruber beim Schauen einer TV-Serie. Dort wurde Geschirr zerbrochen, um eine Trennung zu verarbeiten. Manche Leute können damit nichts anfangen, das ist auch okay. Die Leute, die tatsächlich dann zu uns kommen, die gehen eigentlich gänzlich alle mit einem ganz berauschten und guten Gefühl nach Hause. Auch wir dürfen gleich allerhand gegen die Wand schmettern. Doch bevor es losgeht, braucht man Schutzkleidung. Mit was fange ich am besten an? Am besten mit einem Starterpaket. Da haben wir so kleine Teller vorbereitet, einfach zum Aufwärmen. Also das erste ist einmal schon daneben gegangen. Vielleicht braucht es eine bessere Wurftechnik. Entweder im Frisbee-Style. Der ein oder andere bevorzugt aber lieber den Ballwurf, also über die Schulter und nach vorne. Auf jeden Fall mit Kraft und gutem Selbstvertrauen. Geil. 9 Euro zahlt man für ein paar Teller und 49 für ein großes Set. Hier kann man darüber hinaus auch seine Wünsche niederschreiben, auf dass sie bald in Erfüllung gehen. Aber ist es nicht schade um das schöne Geschirr? Ja, der Punkt Verschwendung ist sicher ein wichtiger Punkt. Auch hier sind wir sehr bemüht und freuen uns auch über neue Anfragen dazu. Zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit künstlerischen Projekten. Und was sagen die Wienerinnen und Wiener zum bezahlten Teller gegen die Wand werfen? Ja, toll, lustig. Das ist einmal was anderes. Ja. Ja, besser als zu Hause. Das ist super, super Sache, kann man Aggressionen aufbauen. Wem Spaß macht, der soll es machen. Ja, warum nicht? Es gibt genug Leute, die Aggressionspotenzial haben. Wenn sie es so ausleben können, ist das gut. Und das ist unser Resümee. Ich habe das Gefühl, ich werde aggressiv durch Sachen gegen die Wand werfen. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich Sachen zerschellen lasse, dann werde ich erst grantig ein bisschen. Für jeden Besucher ist es halt unterschiedlich. Das sagen die Betreiber von Happy Shards. Für alle gleich hingegen ist das, was bleibt. Ein Haufen Scherben, den irgendwer wegputzen muss. Sie machten ihrem Namen einmal mehr alle Ehre. Das Niederösterreichische Tonkünstlerorchester gab im Rahmen ihrer Neujahrskonzerte-Tournee ein Gastspiel im Freizeitzentrum Wiener Neudorf. Antoni Hermus dirigierte und wurde von der Sopranistin Raffaella Lintl begleitet. Es hat schon Tradition, das Neujahrskonzert des Niederösterreichischen Tonkünstlerorchesters in Wiener Neudorf. War es zur Einführung vor 30 Jahren noch bescheiden besucht, so kamen heuer über 650 Besucher ins Freizeitzentrum. Das
Das Tonkünstlerorchester tourt zu Jahresbeginn quer durch Niederösterreich und lässt dabei unter der Leitung des niederländischen Dirigenten Anthony Hermus, begleitet von der Sopranistin Raffaella Lintl, Werke von Johann Strauss, Karl Maria von Weber, Camille Saint-Saëns, Josef Lanner, Franz Leha, Jacques Offenbach, Hans Christian Lambey und Richard Heuberger erklingen. Vollen Körpereinsatz zeigt auf jeden Fall Dirigent Anthony Hermus. Bei Neujahrskonzerten geht es um ein beschwingtes Konzert und um ein Konzert mit Freude, ein Konzert mit Energie. Und dann muss man einfach mit vollem Einsatz dabei sein, sonst bringt das alles gar nichts. Und es ist uns ein großes Bedürfnis, um einfach die Energie in den Saal zu schleudern, dass die Leute damit auch weiter ins neue Jahr gehen können. Das Publikum ist wirklich sehr angenehm und es macht große Freude, hier Walzer zu singen und Operette. Operette ist besonders stimmungsvoll und macht immer große Freude. Und vor allem darf man dazu tanzen. Alfred Eschwe hat das Programm zusammengestellt. Sehr schön, finde ich, mit in der Tat bekannte und doch etwas unbekannteren Sachen, aber alle sehr schön zum Hören und unbeschwingt das neue Jahr mit einzugehen. Insgesamt 23 Mal tritt das Tonkünstlerorchester mit diesem Programm in Niederösterreich und Wien auf. In Summe erreiche man etwa 16.000 Menschen im Rahmen der Neujahrskonzerttournee. Blabla heißt es ab sofort wieder in Klagenfurt. Denn auch heuer tagt wieder das Stadtgericht zu Klagenfurt. Wir waren für Sie bei der Vorpremiere dieses alljährlichen Highlights in der Narrenzeit dabei. In Klagenfurt haben wieder die Narrensaison. Und so herrscht emsiges Treiben in der Klagenfurter Messehalle bei den letzten Vorbereitungen zur Vorpremiere des Stadtgerüchts zu Klagenfurt. Für uns ist das ein Highlight im Jahr. Also wir freuen uns alle drauf. Also wir schenken Zeit und freuen uns an Hobby. Es ist einfach schön, wenn man mit Humor den Ernst des Alltags verbinden kann und die Leute humorvoll auch nachdenklich stimmen kann. Verpackt in Humor und Klamauk bringen die Stadtrichter gesellschaftliche sowie politische Ereignisse auf die Bühne. Mit Kritik wird dabei nicht gespart. Bei den Politikern ist leider vieles beim Alten. Wir beide, wenn sie ihnen heute den Spiegel vorhalten, durch Stadt und Land stolzieren sie so wie die Grafen. Jetzt ist wieder Zeit, sie dafür zu bestrafen. Weil wer übers Jahr heiße Luft nur erzeugt, dem wird der Marsch Hände umgegelt. Wir sind sehr aktuell, auch politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Wir haben sicher das eine oder andere sehr gut erwischt, wo wir den Finger hineinlegen. Der Humor hat ja so viele Facetten und wir haben versucht, heuer keinen auszulassen. Von der Bundespolitik bis zur Landespolitik bis zur Stadtpolitik, alle. Alle werden irgendwie gestreift, behandelt, der eine mehr oder der andere weniger. Es wird keiner verschont, es wird mit niemandem besonders hart ins Gericht gegangen. Wir sind hart, aber gerecht. Otto Umlauft kehrt übrigens nach mittlerweile 3 Jahren Pause als Stadtrichter wieder auf die Bühne zurück. Wenn ich da hinten bin, dann bin ich schon lieber auf der Bühne als vor der Bühne. Hinter der Bühne ist auch ganz lustig. Da ist immer viel Hektik. Da will jeder von jedem irgendwas, ein paar lernen noch den Text noch einmal oder rekapitulieren ihn ein bisschen. Und das wird halt dauernd rumgewetzt und es ist immer was los. Insgesamt wird heuer zu 12 Faschingssitzungen geladen. Und so wird das emsige Treiben in der Messehalle noch eine Weile anhalten.
Der Wallgau in Vorarlberg ist bekannt für seine gemeindeübergreifende Wirtschaftszusammenarbeit. Traditionell lädt die Wirtschaftsgemeinschaft Wallgau zum WIG-Ball ein und ein buntes Programm und Get-Together der Wirtschaftstreibenden wartet auf sie. Mit dabei auch Alex Sutter, bekannt aus The Voice of Germany. Der Ball der Wirtschaft im Wallgau. Ein Höhepunkt im Kalender der Unternehmer und Politiker aus dem Wallgau. Ein Event, den sich auch 2018 niemand entgehen lassen wollte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe hohen Respekt vor der Wirtschaft im Wallgau. Der Ball ist ja nur ein Zeichen des Miteinanders, das hier in dieser Region gelebt wird. Ich würde sagen, der Wallgau und die Wirtschaft im Wallgau haben eine Marke aufgebaut, sich positioniert im Land, das beobachten wir auch. Bei Bällen ist es ja auch wie sonst in der Wirtschaft mitunter, dass alles am Anfang schwer ist. Aber seit 4-5 Jahren hat der Wirtschafts- im Wallgau-Ball wirklich einen tollen Namen und hat eine Strahlkraft, denke ich, weit über den Wallgau inzwischen hinaus. Die Besucher erlebten ein fulminantes Programm, welches ausschließlich von Menschen aus dem Wallgau gestaltet wurde. So sah man das Robo-Dance-Team der Sportmittelschule Nenzing. Der Europameister AST Wallgau mit der Tanzgruppe Acrobatics begeisterte auch dieses Jahr wieder den ausverkauften Ramschwag-Saal. Ein Highlight war der Auftritt von Alex Sutter aus Bludesch, bekannt aus der TV-Show The Voice of Germany. Neben hervorragender Unterhaltung bot der Ball auch Platz für ein Get-Together der Wirtschaftstreibenden und der Politik. Es ist ein ganz toller, schöner Ballabend, wunderbares Programm, wunderbare Musik und ich komme immer wieder gern hierher und es ist wirklich für die Region, für die Wirtschaftstreibenden ein toller Treffpunkt hier. Eine lange Ballnacht mit besonderen Gästen und einzigartigem Programm. Der traditionelle WIG-Ball war einmal mehr Sinnbild für den Zusammenhalt im Wallgau. Die Wiener Versicherungsmakler sind auch heuer wieder smart unterwegs. Die Fachgruppe stellt ihren Mitgliedern kostenlos für 2 Monate einen Smart zur Verfügung. Dafür wurden 10 der kleinen Flitzer vom Autohaus Wiesenthal angemietet und gebrandet. Wir waren bei der Übergabe der Fahrzeuge dabei und haben mit den Verantwortlichen gesprochen. Die Wiener Versicherungsmakler übernehmen bei Wiesenthal ihre neuen Stadtflitzer. Heute der neue Tag, der neue Smart kommt. Ja, wunderbar, ich freue mich schon drauf. Bin neugierig, wie das Fahrverhalten diesmal ist. Er riecht dann noch ziemlich neu und Automatik sogar dazu, also wird dann Spaß machen in der Stadt. Das ist ein sehr angenehmes Auto. Hauptvorteil ist natürlich das Parken. Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt das dritte Jahr diese Aktion starten können. Ich glaube, es ist ein super Mittel, um der Bevölkerung, den Konsumenten nahezubringen, dass wir Versicherungsmakler sind und die einzigen, die unabhängig und kompetent beraten. Ja, sehr schön, ich freue mich schon drauf. Was sind denn die Vorteile? Die Parkplatzsituation in Wien ist ein Riesenvorteil. Es ist ja sehr kurz und selbst im ersten Bezirk finden Sie zu jeder Uhrzeit sofort am Parkplatz. Vor allem in Wien der Parkplatz. Ne? Das gefällt mir sehr gut. Ich fahre häufig smart und es ist wirklich lustig und einfach zum Einparken. Jetzt ist er wirklich von Kopf bis Fuß gebrandet. Bringt so ein Branding etwas? Man erweckt Aufmerksamkeit durch den Smart, wenn man ihn fährt. Also man sieht schon, wie die Leute natürlich schauen. Und das, was oft sehr witzig ist, wenn Kollegen in der Stadt sich bewegen, die dich anhupen und dich grüßen, weil sie dich erkennen, dass du ein Kollege sein willst. Ja. So viel vom Österreichblick für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir melden uns auch kommende Woche wieder mit Spiel, Spaß und Spannung aus allen Bundesländern. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. In der Zwischenzeit lassen Sie es sich gut gehen. Auf Wiedersehen.